Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spyro 2 Ripples Rage, so heißt es, Ozeanstrecke. Es hört sich ein bisschen an wie ein Fluglevel, aber irgendwie auch nicht, weil sie was von Rennen sagte. Je schneller, umso mehr Edelsteine, ich hab Angst. Ich hasse Rennstrecken, also wirklich Fahrzeuge. In Jump'n'Runs. Irgendwie baut es nahezu jedes Jump'n'Run ein und ich hasse es abartig hart. Aber es sind Fluglevel tatsächlich. Okay. Dann gibt's sie also doch. Wie besiege ich den? Okay, doch so. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Sie sind zurück. Nein, warum? Warum sind sie zurück? Alles nur das nicht. Oh. Ja, gut, ne? Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich hier was nicht mehr verkriegen kann. Gut, die Wagen kommen aber relativ schnell hintereinander. Das heißt, die kann man alle in einem Rutsch bekommen. Die Ringe sehen sehr verdächtig aus, als wenn man die hier nehmen soll. Also als wenn man hiermit wirklich anfangen soll. Dann hat mich dieser Wagen da so ein bisschen, sag ich mal, abgelenkt. Ich sollte hier jetzt, glaube ich, den hier folgen. Sieht auf jeden Fall sehr danach aus. So. Dann so. So. Und so. Jetzt kommen wir nämlich bei den Booten an. Und wenn ich die alle habe, dann muss ich nämlich nur noch die Fahrzeuge. Wo ist das letzte Boot? Da ist das letzte Boot. Komm her. Also, komm her, Fahrzeug. Und weiter. Geht doch. Wunderbar. Das hat doch gut geklappt. Das Fluglevel geschafft. Und zwar in 3 Minuten, ohne dass ich jemals eine Ahnung davon hatte, wie das auch nur andersweise aussehen könnte. Lief besser als alle Fluglevel in Spyro 1. Aber von allem, was man hätte übernehmen können, ausgerechnet die Fluglevel übernimmt man. Naja. Was soll's. Ging ja, wie gesagt, dann doch sehr gut. Und abgeschlossen ist abgeschlossen. Das heißt, es fehlt nur noch Aquaria und wir können da hinten hin, wo wir auch eigentlich hin sollen. Zu Ripto, aber ich denke mal, dass wir dann nicht Ripto, sondern eher diesen anderen Typen mit Crush oder wie der hieß, dass wir dann eher gegen den kämpfen müssen. Ripto war ja im Intro mit 3 von seinem Kumpels unterwegs. Ich denke mal, einen davon werden wir jetzt erstmal herausfordern. Ich sehe schon. Die komischen Typen mit den Schockstöcken haben unser Wasser abgelassen. Wir bekommen es nur zurück, wenn jemand die Schalter aktiviert, die sie bewachen. Lass mich raten, ich muss Schalter aktivieren. Warum haben die Schafe? Oh, Taucherhelme auf. Deswegen haben die Schafe Taucherhelme auf. Ich dachte quasi, wenn wir alle Schalter hier aktiviert haben, dann kommt ganz am Ende Wasser. Aber nicht, dass wir es jetzt quasi hier Schritt für Schritt so machen. Kannst du mir kurz weg? Danke sehr. Du auch. Wow.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich lieber erstmal hier den ganzen Stuff eingesammelt. Aber hier vorne wären wir ansonsten nicht weitergekommen. Okay, ich denke mal, da geht's weiter. Warum ist da eine 4? Ja, hier werden wir irgendwas machen können, sobald wir 14 von... Also Gegner besiegt haben. 14 von Gegnern besiegt haben. Also lass uns erstmal so weiter. Und ich habe wohl doch keinen Boss besiegt. Ich glaube, das habe ich mit dem Yeti verwechselt, weil in diesem Level hier war ich definitiv noch nie in meinem Leben. Also ab jetzt ist es vollkommen blind. Das Fluglevel war ja auch schon blind, da war ich auch noch nie drin. Komme ich da jetzt her? Ja, ne? Ja. Oder komme ich da jetzt her? Ne, ich komme aus dem anderen. Oder komme ich da jetzt her? Ne, da war ich definitiv noch nicht drin. Okay, wie kommt man da? So viele Wege. Nein! Oh, das war dumm. Ja, das war dumm. Wie ich eben schon gesagt habe, ich hätte mich erst hier unten umschauen sollen und alles einsammeln und dann den Schalter aktivieren. Das macht es ein bisschen angenehmer. Was? Was war das denn? Okay. Verschwindet der Gegner einfach und taucht plötzlich hinter uns wieder auf? Ich glaube nicht, dass das eine Fähigkeit von den Krebsen ist. Schönen Unterwasserschmetterlinge, wer kennt sie nicht? Das war klar. Da muss ich später eben mit einer anderen Fähigkeit hin. Aber dass er uns one-hit, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, er hätte uns jetzt ein Leben abgezogen oder so. Aber wie gesagt, da muss ich später mit einer anderen Fähigkeit hin, denn... Ja, da war noch eine Kiste, die wir noch nicht kaputt machen können. Also bloß kein Krebs zu übersehen. Ja, das bringt uns halt gar nichts, da jetzt runter zu schwimmen, wenn wir selbst, wenn wir an den vorbeikommen. Also erstmal nach oben. Tief rein. Hier sind wir wieder beim Schaf. Gibt es aber auch nicht mehr. Und dann gehen wir da hinten erstmal rein. Das ist Nummer 5. Das wird irgendwas bedeuten. Ich muss hier später, wenn mehr Wasser drin ist, auch nochmal wieder hin. Wir müssen ja eh, wenn wir 14 Gegner besiegt haben, nochmal zurück. Ich weiß nicht, wie die hier drin unter Wasser Elektrizität verschießen können. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von denen in der Schule mein Physikunterricht war. Aber das sollte so nicht funktionieren. Oh. Ah, wir kaufen jetzt wahrscheinlich das U-Boot, ne? Ist jetzt nicht so, als wenn wir jetzt Klettern bekommen. Hi Spyro, du musst zäher sein, als du aussiehst, um so weit gekommen zu sein. Trotzdem wirst du nicht an den Metallhain vorbeikommen. Ich könnte dir aber mein U-Boot leihen. Für eine bescheidene Gebühr. Versteht sich. Okay. Es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Spyro. Dieses U-Boot ist zu 100% haisicher. Ich garantiere es. Gut, damit kommen wir an den Haien vorbei. Aber wir müssen die Haie trotzdem früher oder später noch besiegen, weil die ja diese Kisten bewachen.
Okay, Spyro ist von alleine gelaufen. Ich konnte das nicht beeinflussen. Ist von alleine darunter gesprungen. Jetzt bin ich ja wieder hier oben, das heißt, jetzt kann ich den Stuff hier einsammeln. Trotzdem, wie kriegen wir die Haie da weg? Nummer 6. Oh, wir müssen später nochmal durch das ganze Level durch. Wir haben jetzt mittlerweile auch mehr als 14 Gegner besiegt. Das heißt, wenn wir gleich zum Anfang wieder zurück können. Ich glaube, wir sind gerade wieder erfolgreich beim Anfang angekommen. Dann können wir wahrscheinlich mit der Fähigkeit, die es da gibt, Haie besiegen? Vielleicht? Wäre sehr angenehm. Hast du was zu sagen? Unsere Welt ist wieder nass. Wir alle möchten dir diesen Talisman von Aquaria geben, damit du uns nie vergisst. Gut, den Talisman haben wir schon mal. Aber es wirkt gerade nicht so, als wenn wir in diese Welt nochmal zurück müssten. Es wirkt so, als wenn wir jetzt schon alles holen könnten. Von daher erstmal Haie vernichten. Wunderbar. Okay, damit hätten wir die Haie hier erledigt. Holen wir uns hier oben noch die Belohnung. Das habe ich ja vorhin schon gesehen. Jetzt ist halt die Frage, wie viele Talismane? 3 Stück. Wo zum Teufel soll es die denn geben? Also irgendwas wird es mit diesem Türm hier auf sich haben. Die haben nicht ohne Grund eine Nummerierung. Machen wir jetzt aber erstmal die High Quest zu Ende. Highquest, also ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Wir machen jetzt erstmal hier alle Haie platt. Weil wir die anderen halt auch eine Truhe bewacht haben. Und dann können wir uns ja völlig frei in dieser Welt bewegen, wenn halt auch noch alle Haie erledigt sind. Dann können wir immer noch die 3 Questgeber besuchen. Auch los. Kieferspirre, alle Haie erledigt. Truhe hier mit auf. Wie viele fehlen uns noch? Oh Gott, 125. Gut, wir haben noch eine ganze Menge nicht gefunden. Aber wo? Wo kann es noch so viel geben? Sollte ich erstmal den Turm mit der 1 suchen. Mich von dort aus nochmal ein bisschen nach. Das wird definitiv eine von den Quests sein. Die 5 Türme. Oder 6, 7. Ich weiß nicht, wie viele Türme es gibt. Auf jeden Fall die ganzen Türme. Das hier ist der Turm mit der 3. Das ist die 4. Da oben durch.
Ah, sieh mal an, wir sind in einem neuen Bereich. Ich wollte mich gerade nur mal umschauen, ob ich hier noch Anti-Hai mit dem bräuchte oder nicht. Und hier gibt es jetzt verdammt viel zu sammeln. Gut, da vorne gibt es zwei und der hat einen Rad, den einen Edelstein. Das ist, wir haben, oder nicht Edelstein, sondern Kugel. Das haben die drei Kugeln auch gefunden. So, hier den am besten nicht verpassen. So ein Einzelner ist immer mies. Fangen wir es mit dich. Die Wasserbauer haben sechs meiner Kinder entführt und auf jeden dieser nummerierten Türme versteckt. Ich habe hier Sprengstoff geborgt, um die Turmtüren aufzusprengen. Wenn du es bis zur Spitze der sechs nummerierten Türme schaffst, sind meine Kinder sicher. Okay, erreiche die spitze Tür, aber jeder Turm öffnet sich der Reihenfolge nach. Das machen wir gleich. Erstmal sammle ich die 100% der Edelsteine. Da fehlen ziemlich noch eine ganze Menge. Wobei, die könnten natürlich auch in den Türmen sein. Was willst du von uns? Du musst doch bestimmt ein Rennen jetzt machen oder sowas. Och, nö. Du bist es. Ich wollte meinen neuen Mantarochen zähmen, aber er hört einfach nicht auf mich. Hey, du hast genau die richtige Größe, um aus seinem Rücken zu reiten. Was machst du hier? Toll. Hüpf auf seinen Rücken und führ ihn durch die Blasenringe, die erscheinen. Und denk dran, er ist ganz neu. Also mach mir ja keine Dellen oder Kratzer rein. Ich hasse dich. Ja. Oh, da. Die hätten noch ein bisschen schneller erscheinen können, bitte. Ein bisschen früher, meine ich. Ein Witz? Okay. Ah, jetzt weiß ich überhaupt erst, wo wir hinterher fliegen müssen. Mit dem Viech müssen wir hinterher schwimmen. Das macht Sinn. Das habe ich nämlich vorher nicht gesehen. Gut gemacht. Dafür schulde ich dir wohl etwas. Hier, nimm diese Kugel. Ich habe sie in einer meiner Flossen gefunden. Und in der anderen hast du wahrscheinlich die andere Kugel gefunden, richtig? Ich würde meinen Mantarochen gerne rentauglich machen. Möchtest du ihn auf eine schwierige Strecke mitnehmen? Okay, viel Glück. Aber es bringt doch nichts, wenn du da eh nicht drauf passt, dann brauchst du doch auch den Mantarochen nicht. Ach, ist gut. Was für eine schwierige Rennstrecke war das denn bitte? Unglaublich! Du hast echt Talent. Ich könnte einen Partner wie dich gebrauchen. Du kannst die Kugel aus meiner anderen Flosse auch noch haben. Nach mittlerweile bist du nicht mehr so abgeneigt. Wir haben Talent und du könntest einen Partner wie uns gebrauchen, was? Aha. Ich habe das Gefühl, als wenn es keine 25er mehr gibt von den Edelsteinen. Wir haben immer noch keinen gefunden. Immer noch sind 10 die höchsten. Deswegen hat man die dann vielleicht jetzt zu 5ern gemacht. Wir haben jetzt auf jeden Fall alle davon. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch seine Spitze, die Spitze der Türme erreichen. Und damit haben wir auch dieses Level zu 100%. Na gut, das ist jetzt ja nicht wirklich schwer. Das war die 1 und ist das hier die 2 wahrscheinlich. Du müsst halt einfach nur die Türme finden. Da ist die 2. Wo die 3 und die 4 sind, weiß ich ja schon. Oh. Jetzt sehe ich erst, dass hier überhaupt solche Hindernisse sind. Wo ging es jetzt wieder rein? Hier, ne? Ab in die 3.
muss ja keine Gegner mehr besiegen, von daher kann ich die auch getrost ignorieren. Vier direkt ist direkt dahinter. Er hat 6 Türme gesagt, ne? Ups. Gut, und wo die 5 und die 6 sind, auch direkt dem an, ne? Von daher müssen wir gar nicht mehr viel suchen danach. Und die letzte. Das ist die 6 und das ist wo? War doch auch hier. Oder war die doch einen weiter? Guck mal kurz einen weiter. Die war keinen weiter, dann war die hier. Sechs, sechs, sechs. Das ist jetzt unpraktisch. Aber ich wurde doch verpasst, wo die 6 ist. Wo zum Teufel war die? Hier waren nur die Haie. Die 6 doch schon mal gesehen. Aber hier ist definitiv nur dieser eine Turm. Und hier waren nur Haie, da waren keine Türme. Und danach sind wir wieder am Anfang. Ah, hier. Perfekt. Du hast es geschafft. Jetzt können wir in Ruhe schwimmen. Ich habe gehört, dass du Kugeln sammelst. Bitte nimm diese. Vielen lieben Dank. Nummer 16. Alle Kugeln gesammelt. 100% des Levels abgeschlossen. Und der Fee erwischt. Nur den Ausgang nehmen. Und damit haben wir hoffentlich alles, was wir außer die Kletterfähigkeit machen konnten, gesammelt. Also auf der Overworld brauchen wir noch die Kletterfähigkeit, in der allerersten Welt brauchen wir noch die Kletterfähigkeit und in der dritten Welt brauchen wir noch die Kletterfähigkeit. Oder vierten, in der wir waren. Neben dem Strand, da brauchen wir noch die Kletterfähigkeit, so. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, wirklich alles erledigt. Und da wir jetzt jeden Talisman haben, können wir auch hier durch. Gut gemacht, Spyro. Du hast jetzt alle 6 Talismane. Jetzt geht die Tür auf. Verlies von Crush. Das hört sich noch Boss an und den kenne ich auf gar keinen Fall. Ich kannte ja die beiden vorherigen Level schon nicht und daher konnte ich ja nie alle Talismane gesammelt haben. Bevor du das Burgverlies erreichst, Spyro, möchtest du vielleicht wissen, wie Ripto und seine Monster nach Avala kamen. Weißt du, letzte Woche in der Wintertundra hat der Professor an einer neuen Superportal-Technologie gearbeitet. So, das ist die letzte Kugel. Mal sehen. Wir brauchen nur noch Koordinaten. Ja, wie wär's mit 22475? Mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was?
warum könnt ihr denn nicht? Wo sind wir? Keine Drachen? Wunderbar! Rush, geh und pack meine Sachen! Wir ziehen ein! Sagt Hallo zu eurem neuen König! Professor, schalt es ab! Schnell! Oh Mann! Ich sehe den Schalter nicht! Ich glaube, meine Brille ist kaputt! Geh durch das Portal, Idiot! Sag deinen Freunden, sie sollen die Kugeln in Avala verteilen. Schnell! Nein! Galt! Was? Hol die Kugeln zurück! Stau! Du abscheuliches kleines Wesen! Oh, warte! Es sieht schlecht aus für Avala. Jäger, warum jagst du ihn nicht? Ja, ich hätte ihn ja gejagt. Aber hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, kann uns vielleicht ein Drache helfen? Ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser dafür geeignet ist, eins dieser Wesen abzufangen. Zum Beispiel Glimmer. Crush, ich hab das, also für mich sehen die drei Viecher halt auch so aus, wie so zumindest halbe Drachen, oder nicht? Die haben doch auch Hörner, die haben doch auch Flügel, Ripto selbst ja auch und seine beiden Schergen. Also die meinen ja, dass die Drachen hassen, aber für mich sehen die halt aus wie Drachen. Erstmal gucken, was wir machen müssen. Also es sieht so aus, als wenn er nicht in diesem Zeug drin ist, dass er dann verwundbar wäre. Und so ist es wahrscheinlich auch. Erster Gegentreffer. Zweiter Gegentreffer. Oh, jetzt ist rot. Was heißt gelb? Oder rot, was auch immer. Oh. Okay. Verstehe. Aber ich meine, dass ich das Bild da unten angucke, das ist halt ein Drache, oder? Ich meine, guck dir das Bild unten links an. Wenn das kein Drache ist, dann weiß ich auch nicht. Ripto hat auch zumindest ein Hirn, ein Horn wie ein Drache. Okay, jetzt haben wir eine Mischung aus Gelb und Blau. Und er schießt jetzt dreimal statt zweimal. Von daher macht er hier wahrscheinlich jetzt auch drei. Yep. Und er läuft doch ein Stück, nachdem ich ihn getroffen habe. Erledigt. Umweltschützer 1. Nein, Crush! Diesen Dummkopf magst du ja besiegt haben, aber Galb ist dir haushoch überlegen. Mach schon, Kleiner. Na, Galb, komm sofort her! Ihn fertig und mach, dass es ihm wehtut.
Jo, bis dann. Feigling. Crush besiegt. Ist das denn das erste Drittel des Spiels gewesen? Weil uns wurde ja mal gesagt, dass es 14 von diesen Dingern gibt, jetzt haben wir 6. Und es sieht so aus, wenn wir einen von diesen 3 Wesen, die aussehen wie Drachen, die in diese Welt gekommen sind, besiegt hätten. Werden wir dann gleich sehen, wenn da endlich mal, wenn wir Crush dann besiegt haben. Danke sehr. Dieser Ripto hat genug Ärger gemacht. Seine Einmischung kostet mich ein Vermögen. Wäre Spyro nicht gewesen, wäre ich bankrott. Wenn Ripto hier wäre, würde ich ihm die Meinung geigen. Ich würde ihm sogar gern noch mehr antun. Ich war Bantammeister als Boxer an der Universität und kenne noch ein paar Moves. Nimm das und das. Komm her, du. Ja, aber praktischerweise war das eine Leiter. Das heißt, wir werden wohl gleich oder demnächst klettern lernen. Vermutlich in dieser Overworld. Skilos Einöde. So heißt das nächste Level. Wo sind wir denn jetzt? Hier ist noch eins. Okay, wir können jetzt also schon ein paar Level machen, aber im Idealfall... Kristallgletscher. Kann ich irgendwie wieder zurück in die andere Overworld? Ich würde nämlich gerne die 100% sammeln. Ich wurde jetzt einfach hier hingeschickt. Das wirkt wohl nicht so. Vielleicht dadurch. Der Legende nach gibt es hier ein Portal nach Zephyr. Und der Legende nach weiß ich zufällig, wie man es aktiviert. Wenn ich mich recht entsinne, aktiviere ich es der Legende nach für eine kleine Gebühr. Immerhin schätzt er es, dass wir da sind. Spyro. Mit dem Profit eröffne ich einen Echsenburgerladen in der Skelos-Einöde. Na, dann sehen wir uns hier da. Zephyr. Jetzt haben wir schon 3 neue Level zur Verfügung. Allein hier draußen. Vier neue Level, das ist noch Windhafen. Was zum Teufel? Gut gemacht, Spyro. Die Energie deiner Kugeln hat den Wirbelwind aktiviert. Was für eine Energie meiner Kugeln? Okay, wir haben also schon genug Kugeln gesammelt, wie es aussieht. Okay, das ist die Metro-Strecke. Für die Rennstrecken muss man also immer eine bestimmte Anzahl von diesen Dingern sammeln. Heißt das, sind alle Level hier draußen? Wir haben jetzt die Rennstrecke gefunden. Wir haben von dem Geldsack hier eine Level freigekauft. Und wir haben hier noch 1, 2, 3 andere Level. Wenn wir noch ein anderes Level finden, dann haben wir quasi alle schon hier draußen. So, diese kleinen Zwischenhäuser hier, die, da kann man recht gut was drin verstecken. Es kann uns noch gefährlich werden, hier alles zu sammeln. Ich wäre echt gerne nochmal in die andere Overworld zurückgegangen. Ich hätte erstmal alles gesammelt, aber gut. Oh, perfekt. Für Sommerwald brauchen wir 2 weitere... Oh, wir können zurück nach Sommerwald. Jetzt sehe ich das. Hier können wir zurück nach Sommerwald. Praktischerweise genau da, wo wir Klettern kaufen können. Sieh an. Ich wette, ein reicher Drache wie du gibt gern ein paar Edelsteine aus, um Klettern zu lernen. Ich würde es dir gerne beibringen für, sagen wir mal, eine kleine Gebühr. Aber du wirst es nicht bereuen. Gut,
Wenn du eine erklimmbare Wand siehst, so wie die zu meiner Linken, spring einfach dran und du hältst dich mit deinen Krallen fest. Beweg dich hoch oder runter. Drück erneut Sprung, um abzuspringen. Du kannst auch seitwärts an andere erklimmbare Bereiche springen. Wunderbar. Dann gehen wir zurück nach Sommerwald und clearen da erstmal alle Level, die uns noch fehlen im nächsten Part. Und können uns dann weiter hier umsehen, wo wir jetzt gerade waren. Also bis dann und auf Wiedersehen.